Herzlich willkommen hier bei der MSRL zum vierten Lauf der Sprintcup-Serie. Wir schalten gleich ins Live-Bild. Ich begrüße alle Zuschauer, die schon mal hier angekommen sind auf dem YouTube-Channel der MSRL. Und ja, ich hoffe auf einen spannenden vierten Lauf. Wir haben ja zwei Rennen an einem Abend, deswegen ist ja auch der Sprint Cup sehr beliebt, weil es zwei Rennen halbe Stunde sind. Und gleich geht's los. Wir schalten direkt gleich ins Qualifying. Und dann gibt's auch für euch Live-Bild und Ton. Der Server befindet sich schon in der Vorbereitung zum Qualifying. Ja, vierter Lauf der Sprintcup-Serie. Das zweite Rennen, was wir hier ja live streamen. Und ich hoffe, es wird spannend. Das wird es eigentlich immer und ich freue mich schon tierisch auf den Start. Der ist ja immer ein bisschen heikel, besonders hier beim Sprint Cup. Im Moment haben wir 18 Fahrer im Feld, die sich hier auf der Strecke befinden. Sich jetzt langsam in der Box. So, wir haben ja noch Training. Meine Güte, ich habe gedacht, wir schalten gleich um ins Qualifying. Anfängerfehler von mir. Ich bitte das mal zu entschuldigen. Ich bin so aufgeregt, weil ich bin heute alleine, aber wir kriegen das hin und ich freue mich tierisch drauf. Und ihr bekommt jetzt von mir auch ein Bild zu dem Training, was jetzt begonnen hat. Das geht 10 Minuten, halbe Minute ist hier schon rum. Wir sehen Marc Albersmann in seinem Porsche, der hier langsam aus der Box rausfährt. Brands Hatch, die Strecke ist nicht ganz so einfach. Es gibt viele Kurven, die man eigentlich gar nicht so richtig einsehen kann durch praktisch die verschiedenen Unebenheiten und auch Berg- und Talfahrt. Und die Strecke ist ja seit 1950 schon eröffnet. Ein paar Mal die Formel 1 ja drauf gefahren, 64 bis 86. Aktuell oder schon länger ja nicht mehr. Und wir machen einfach mal einen kleinen Blick, da wir ja erst den zweiten Livestream haben, leider Gottes, und schon im vierten Lauf sind. Schauen wir mal schon auf die Fahrerwertung und vor dem vierten Lauf zur Sprintcup-Serie haben wir schon viele Punkte auf dem Tableau. 55 Punkte, der erste Marcel Reichert, den zweiten Robin Pogdahl mit 55, also die ersten beiden Gleichstand, wird also sehr spannend heute. Und dahinter haben wir André Herrmann, der 41 Punkte hat, gar nicht so weit weg ist. Und auf den vierten Sven Zobe. Bis Platz 6, Platz 7, also es ist alles noch drinne. Wie gesagt, vierter Lauf erst. Oh, da kann ich dir gar nicht helfen, Marcel. Das weiß ich leider nicht, warum seit dem Update da das Spiel nicht mehr startet. So, wir gucken aufs
zweite Tableau. Und wie gesagt, die 19 Fahrer, die haben, sind die Fahrer, die schon Punkte auf dem Tableau haben, bis Björn Hörtel mit Punkt 1. Und die anderen Fahrer, die haben noch keine Punkte, die haben wir jetzt noch nicht auf dem Tableau raufgepackt. Und die werden nach und nach natürlich auch eingefügt. Niemand soll sich hier benachteiligt fühlen. Dann können wir uns mal die Strecke angucken. Wie ich schon sagte, Brands Hatch ist nicht ganz so einfach. Wir fahren die erste Variante mit 3,9 Kilometer. Die zweite Variante sieht man zwischen Kurve 4 und Kurve 9. Da ist so eine kleine Abbiegung. Das ist die kurze Variante, die wir hier nicht fahren, mit 1,9 Kilometer. Und auf dem Streckentableau hier sehen wir natürlich jetzt nicht diese Berg- und Talfahrt. Wir können gleich mal in ein Cockpit schalten und dann sehen wir mal, dass es da doch ganz schöne Höhenunterschiede gibt auf der Strecke. Das werden wir aber im Rennen noch sehr häufig sehen und auch die Kamera wird uns das sehr häufig zeigen. Jetzt gucken wir mal hier. Bei Marc Albersmann war ins Cockpit. So, ich gehe davon aus, dass hier ein Start geübt wurde. Oder der Start geübt wird für Brands Hatch. Ist ein sehr wichtiges Prozedere hier. Scheint alles ganz gut gelaufen zu sein. Laut dem Bild sieht das doch ganz vernünftig aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, bin so kurzfristig jetzt an den Stream und habe daran gearbeitet, dass ich entweder das überlesen habe oder die Info überlesen habe, dass hier was anscheinend im Training vorher noch Starts geübt werden. Aber ich glaube, es sieht vernünftig aus, was die Fahrer da machen. So kann es laufen im Rennen. Alles sah gut aus. Ich glaube, hinten gab es den ein oder anderen kleinen Zwischenfall, aber es wird geübt und kann man, glaube ich, so annehmen. Schalten wir einfach mal durch hier. Wir befinden uns ja noch im Training. Qualifying ist jetzt noch nicht dran. 1,50 noch.
Björn Hölzel, der Startnummer 84. Und wieder wird sich aufgebaut zum nächsten Start. Da können wir doch eigentlich mal die... Schalten wir mal hoch zum Heli und schauen uns das mal von oben an. Und dann können wir uns nochmal einen Übungsstart hier anschauen. Ja, sieht eigentlich alles sehr geordnet aus. Ja, das passt. Hinten ist auch alles gut. Keine Zwischenfälle. Auch im hinteren Feld alles glatt gegangen. Da gab es eine kleine Berührung. Und wir haben ja, glaube ich, heute auch eine besetzte Rennleitung. Da gibt es bestimmt gleich nochmal Du-Du-Du. So, aber Training ist vorbei. Jetzt müsste es gleich ins Qualifying gehen und dann wird es ernst. Dann wird es ernst hier beim vierten Lauf. Und dann darf man sich auch... Oder sollte man sich sowas dann nicht mehr erlauben? Ja, haben wir aufregende Startübung gehabt. Gleich geht's los. Ich kann schon kaum abwarten. Und wir haben Qualifying. 15 Minuten Action hier in Brands Hatch. Schalten wir gleich raus zu den ersten Fahrern da. Outlap. Reifen aufwärmen. Immer ganz wichtig, auch Reifendruck. Schauen, dass der passt. Die ganze Einstellung des Autos ist wichtig, aber der Reifendruck ist schon eine wichtige Sache hier im Sprint Cup. Generell bei der Blank Pain Serie. Marc Albersmann ist hier schon kräftig unterwegs und ist da auch ein Stück weit ziemlich rausgekommen. Befindet sich jetzt im letzten Streckenabschnitt. Vorne geht es einmal eine etwas längere Rechtskurve, die sich ein bisschen zieht und dann direkt über Start und Ziel zur ersten schnellen Runde. Da kann man auch nochmal ins Rutschen. Und er beginnt die erste Runde. Das wird eine knifflige Ecke beim Start nachher. Die Haarnadel, die zweite Kurve. Hier geht's steil bergunter, dann geht's wieder hoch und das sind genau die Kurven, die man nicht ganz so voll einsehen kann, wo wir durchaus den ein oder anderen Ausritt mit Sicherheit sehen werden. Und da haben wir auch schon den ersten Ausritt von Marc
Albersmann, der da natürlich den folgenden nicht auf die Strecke fahren will und da abwartet. Gucken wir mal weiter vorne, wen haben wir hier? Hier haben wir Marcel Apurius und da vorne hat sich einer weggedreht. Vielleicht hat es ihn ein bisschen behindert. Ich glaube, es war ein Stück weit vor ihm. Vielleicht kann er die Runde noch ordentlich zu Ende bringen. Wir haben die ersten Rundzeiten von Marcel Reichert mit einer 1:24,6. Bleibt kurz bei Aporius im Mercedes und warten ab, was er hier für eine Zeit zum Schluss aufs Tableau bringt. Eine 1:24,0. Es hat sich aber mittlerweile nach vorne geschoben. Fast schon wie erwartet. André Herrmann mit einer 1:23,7. Also fast oder genau 300stel Vorsprung vor dem zweiten. Wir schauen etwas weiter nach hinten, was sich dort tut. Wir haben hier Mike Birkelbach mit einer 1:26,4. Robin Gärtner fährt auch gerade eine Runde im Mercedes mit der Startnummer 88 und hat hier noch nicht wirklich eine Zeit aufs Tableau gebracht. Deswegen werden wir ihn hier mal verfolgen und schauen, ob er die Runde ordentlich zu Ende bekommt. So, ich habe die Zeit mal im Tower umgeschaltet. Ich hoffe, es ist das, was ihr wolltet. Und Robin Gärtner unterwegs zu seiner ersten schnellen Runde. Kurz vor Start und Ziel. Mit einer Zeit von 1:24,6. Damit schiebt er sich auf den Platz Nummer 5. Und wir haben vorne Marcel Reichert, der sich ganz knapp auf Platz 2 befindet. Mit 100 Rückstand, mit einer 1:23,8. Und wen haben wir denn hier hinten noch? Wir haben noch Sven Xobe, der hier auch noch eine Zeit braucht. Und Frank Rizzuti auch noch ohne Zeit. Drei Leute noch ohne Zeit. Aber ich hoffe, die kriegt ihr hier zu Ende. Befindet sich jetzt auch im letzten Streckenabschnitt die langgezogene rechts vor Start und Ziel. Und dann hat auch er hoffentlich eine gute Zeit. Na, da ist irgendwo aus der Bahn gekommen da. Die Runde zählt nicht, aber wir haben vorne mit dem dritten Platz Marcel Apurius mit einer 1:24,0. Also sehr eng vorne. 1:24,2, der vierte auch nicht weit dahinter. Robin Pogadel. André Herrmann wieder unterwegs auf einer schnellen Runde. Gucken, ob er die nochmal verbessern kann.
Hat, glaube ich, auch ein, zwei Leute vor sich. Schauen wir mal, was wir hier so für... Es hat sich gerade die Onboard-Kamera verschoben, aber laut den Muttergeräuschen bei André Herrmann ist er auf der InLab. Ich glaube nicht, dass das eine schnelle Runde wird. Oder er beginnt nochmal eine neue, wir werden es gleich sehen, was hier auf dem Tableau erscheint. Na, ich glaube, er legt jetzt nochmal los. Vor ihm ist jemand, der aber beiseite fährt. Sehr gut gemacht. Gut aufgepasst. André Herrmann unterwegs zu einer neuen Bestzeit. Wir werden es gleich erfahren. Ja, jetzt geht es wieder bergauf. Die Kurve ist am... einer der schwierigsten hier in Brandschatz. Da sieht man viele Ausritte, dadurch, dass man diesen Scheitelpunkt so spät sieht. So, letzte Kurve. Und über Start und Ziel. Keine Verbesserung für André Herrmann. Wir schauen nach hinten und sehen, dass Mike Birkelbach auch auf einer schnellen Runde unterwegs ist. Auch im letzten Streckenabschnitt unterwegs, aktuell mit einer 1:26,4. Und konnte sich nochmal verbessern auf ein 1:26,2, was ihm aber leider keinen Platz gebracht hat. Björn Hölzel ist davor mit einer 1:25,9. Da fehlen also noch etwas mehr als 300stel, um sich auf Platz 14 zu schieben. Und wir beobachten mal Franco Rizzotti, der noch keine Zeit hat, aber unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob da was vorgefallen ist. Wir haben natürlich auch einige Regelverstöße, aber da ist Franco auch dabei, aber hat nur eine Verwarnung bekommen. Das heißt, an einer Regel kann es nicht liegen, einer Strafe. Ich glaube, er holt nochmal Schwung für eine nächste Runde. So viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir sind jetzt noch knapp bei 3 Minuten hier im Qualifying. Oh, da kam aber eine ganze Armada aus der Box. Hoffen wir mal, dass sie nicht so sehr behindert hat. Weiß nicht, vielleicht hat der Franco ein Problem. Er wird von hinten schon ganz schön gedrückt.
Aber vielleicht kriegt er wenigstens eine Zeit aufs Tableau. Befindet sich ja jetzt auch aktuell im letzten Streckenabschnitt. Und soweit ist es nicht mehr. Die letzte Kurve. Aber es, Zeit dürfte jetzt nicht allzu schnell sein. Also er ist auf Platz 17 mit einer 1,27,7. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der Hinterherfahrende schon abgelenkt hat. Würde ich jetzt sagen. Und wir haben vorne Marcel Aporius mit einer 1,23,6. Damit aktuell Führender hier im Qualifying. Dahinter haben wir Robin Pogadel mit einer 1,23,619. Das sind 18.000stel nur Abstand. Und auf Platz 3 gerutscht André Herrmann. Der, denke ich, auch noch eine schnelle Runde jetzt hier aufs Parkett legt. Schauen wir mal, wie es ausschaut, wenn er über Start und Ziel kommt. Ah, ein bisschen weit rein. Und schiebt sich wieder auf Platz 1 mit einer 1,23,2. Ja, Wahnsinn. Ihr seht vorne die Abstände ja selber. Also alles sehr eng. Laut dem Zeitentableau ist Aporius noch auf einer schnellen Runde. Er sollte es über Start und Ziel geschafft haben. Bevor die Zeit abgelaufen ist im Qualifying. Könnte also möglich sein, dass wir hier noch eine kleine Verschiebung sehen. Im allerletzten Moment. Tausendstel fehlen Aporius auf Platz 1. Und wir haben dahinter noch Robin Pogadel, dessen Zeit hier auch noch läuft. Da bin ich mir aktuell aber nicht sicher, ob die noch zählt. Das werden wir jetzt sehen. Nein. Auf der Pole André Herrmann. Glückwunsch von uns. Zweiter Aporius, dritter Pogadel. Drei verschiedene Autos auf den ersten drei Plätzen hier im Qualifying. Audi, Mercedes und Bentley. Das verspricht doch hoffentlich ein wunderbares, schönes erstes Rennen am heutigen Abend. Und da geht's auch schon los. Die letzten Vorbereitungen laufen. Noch sind sie alle gut aufgereiht. Und gleich geht's dann im Renntempo weiter. Na, da waren sie sich im Hinterfeld nicht ganz so einig alle. Aber ich hoffe,
Das ändert sich schnell. Position wird gesucht und Marc Albersmann ist hier im Rennen schon als out. Angezeigt. Kann auf dem Strafentableau nichts finden, aber out ist ja eigentlich out. Das heißt, der erste Ausfall dürfte das wohl schon sein. So, los geht's. Da waren sie aber alle nicht ganz sortiert beim Start. Und wir wären... Da ist ein Neustart passiert. Dachte ich's mir. Das sah beim Start nicht ganz so gut aus. Da war im Hinterfeld, da war so viel Platz. Die Startaufstellung ist da ziemlich durcheinander geraten. Hat eigentlich im Training jetzt besser geklappt. Eben gerade. Zehn Sekunden noch, dann geht die Einführungsrunde los. Und wir schauen, ob alle gut wegkommen, da hinten. So, einer ist schon in der Boxengasse gelandet. Aber ja, es sieht im Hinterfeld immer ein bisschen komisch aus. Wie wir sehen, herrscht da etwas durcheinander. Hier vorne passt alles. Ja, vorne sieht auch alles gut aus. Ich hoffe mal, dass das jetzt... ...hinten auch einsortiert ist. Ja, das sieht jetzt alles... gut aus. Wollen wir hoffen, dass es da in der letzten Kurve auch noch passt. Aber ich denke schon. Gleich gehen wir ins erste Rennen. Reifen aufwärmen nicht vergessen. Ganz wichtig. Und wichtig ist auch, die erste Kurve gut zu erwischen. Die geht ja gleich in so eine Senke rein. Bis hoch zur Spitzkehre, dann wieder bergauf. Also ein ganz spannender Streckenabschnitt für den Start. Wir befinden uns jetzt aktuell auch gleich im letzten Streckenabschnitt, wo dann die Formation aufgenommen wird.
So, wir schauen wieder in unseren Heli. Der Funk geht rüber. Und wir schauen nach der Aufstellung. Ja, es sieht... Ja, vorne passt's auch. Jetzt könnte es was werden. Kettenreaktion. Ah, jetzt ist wieder alles durcheinander. So, jetzt ist grün. Und es gibt direkt noch einen Neustart. Alle guten Dinge sind drei und wir sind jetzt im dritten Versuch und ich hoffe, der funktioniert auch. Da sieht es jetzt aber schon kurios aus. Denn da steht schon einer quer. Und das vorm Beginn der Einführungsrunde. So, Formationsrunde. Die nächste. Fünf Sekunden noch. So, hinten verschwinden wieder direkt welche. Also Marc Albersmann ist immer noch raus. Out. Stefan Züdoch in Pit. Und Christian Müller auch Pit. Stefan Züdoch hat auch von der Rennleitung nach dem dritten Lauf in Monza eine Strafe bekommen, die sich aber auf das Rennen 2 bezieht, für Q2. Dort darf er nämlich nicht mitfahren in Q2 und muss das Rennen von hinten starten, hat also nichts mit Rennen 1 zu tun, aber... Christian Müller und Stefan Züdoch, da weiß das Programm auch noch nicht, aber die sind eigentlich wieder dabei, weil sie werden mir wieder angezeigt. Gut. Wollen wir hoffen, wie es ist? Passt schon.
Ich glaube nicht, dass es an einem Bug liegt. Ich glaube, dass die Rennleitung nicht ganz mit der Durchführung der Einführungsrunde zufrieden ist. Und wir haben ja eine besetzte Rennleitung heute und ich denke, dass dort die Entscheidungen fallen und wir hoffen, dass es jetzt gut wird. So, grünes Licht. Leute, es geht los. Wir sind im ersten Rennen und ich sehe keinen Grund, einen Neustart durchzuführen. Das passt auch in der ersten Kurve ganz gut. Ja. Auch im Hinterfeld alles glatt gegangen. In Führung geblieben ist André Herrmann. Da wird schon gekämpft. Marcel Reichert hat da Robin Pogadel angegriffen. Ist aber nicht vorbeigekommen. Und dahinter sehen wir Matthias Suko, der sich da in einem Fünferfeld befindet, wobei alle noch dicht beieinander sind. Ist ja gerade mal die erste Runde. Martin Eofin muss gegen Markus Krünes ran. Konnte da seine Position behaupten. Sehr dicht zusammen da, das Hinterfeld. ...30 Minuten ist Zeit hier im Sprintcup. Der Aston da ein bisschen weit rausgekommen. Es müsste Gary Genske gewesen sein. So, Markus Krün ist vorbei an Martin Eofin, der da in der Kurve etwas weit rausgekommen ist. Und wir sehen da hinten im Feld Robin Gärtner, der sich hier behaupten muss gegen Thomas Meinhardt. Der jetzt aber wiederum ein bisschen weit rausgekommen ist und selbst wahrscheinlich einen Platz abgeben muss. Gegen Franz Thomann. Na, gutes Feld hier hinten. So, Marcel Aporius greift Robin Pogadel an. Und Marcel Reichert hängt ihm da auch mit dem weißen Mercedes im Heck. Steht da unter Druck. Platz 3, 4, 5 dicht zusammen. Und der zweite natürlich auch. Das ist nämlich der erste von dem kleinen Viererfeld hier. Und hinten wird es noch enger. Wir haben hier Robin Gärtner. Da sind die Abstände noch minimaler. Das ist das Gute beim Sprintcup.
Überall auf der Strecke ist was los. So viel können wir gar nicht zeigen. Franz Thomann hängt ihn da aber schon wirklich unterm Heckflügel. Und Angriff. Das wird eng, das wird eng. Kommt er da vorbei? Franz Thomann neben Robin Gärtner. Und dahinter lauert Thomas Meinert. So, Franz Thomann vorbeigekommen. Und der Thomas Meinert will eigentlich gleich dasselbe tun. Da kam einer weit raus. Große Staubwolke im letzten Strecken, kurz vor dem letzten Streckenabschnitt. Was tut sich vorne? Wir haben immer noch vorne enge Abstände. Platz 1 und 2 haben sich ein bisschen distanziert. 2,2 Sekunden. Aporius und Marcel Reichert, die sind da ganz dicht dran. Knappe Sekunde. Genau. Dann schauen wir mal zu Mike Birkelbach, der hier hinter dem Duo fährt. Von Gärtner und Meinert. Und die sind wiederum vorne ganz dicht zusammen. So, Thomas Meinert auf der Jagd nach Robin Gärtner. Bremst sich da gut dran, kommt da jetzt auf der Start- und Zielrand vielleicht ein Angriffsversuch, wenn er gut rauskommt. Oh, da könnte jetzt ein Angriff starten. Thomas Meinert gegen Robin Gärtner. Kein Platztausch. Erfolgreich verteidigt. So, wir schauen nach vorne. André Herrmann hier noch in Führung. 1,5 Sekunden Vorsprung vor Robin Pogadel. Dahinter wiederum 1,6 Sekunden. Marcel Aporius auf Platz 3. Die Abstände vorne werden leicht größer, deswegen gehen wir nochmal zurück zu Robin Gärtner, der da sehr stark unter Druck steht von Meinert. Meinert kommt an manchen Ecken besser raus als Gärtner. Das haben wir gesehen jetzt hier im letzten Streckenabschnitt auf Start- und Zielkran. Jetzt war es umgekehrt. Hier haben wir auch einen Kampf zwischen Martin Eofin und Gary Genske. Oh! Da war aber einer, der da gerade ausgeschossen ist.
Martin Irofin, was passiert? Er hat Probleme, ist im Pit. Ich weiß nicht, ob er da jetzt abgebogen ist. Bei ihm hat man immer Angst, dass da was passiert ist. Aber es scheint ein normaler Boxenstopp zu sein. Und wir schalten natürlich wieder ins Rennen. So, wir wollen natürlich das Überholmanöver nicht verpassen. Und Thomas Meinert jetzt auch auf dem Weg in die Box. So, wir schauen bei Martin Irofin, ob er da rauskommt. Thomas Meinert ist raus. Das heißt, nicht raus, sondern raus aus der Box. Keine Angst. Alle noch da. Schneller Boxenstopp. So, was haben wir hier hinten? Robin Gärtner verfolgt Franco Rizzotti. Hat da einen Abstand von 0,7 Sekunden. Und Martin Irofin steht immer noch in der Box, wird mir angezeigt. Da gibt's wohl ein größeres Problem. Robin Pogadel und Marcel Aporius, die haben den Abstand zwischen sich verkürzt. Das heißt, der Marcel Aporius kommt da immer näher ran. 0,6 Sekunden noch. Auch Markus Grünes ist mit 0,7 Sekunden 0,6 jetzt gegen Matthias Suko. Auch nicht so weit weg. Ja, haben wir hier zwei Kämpfe zwischen Platz 6, 7 und Platz 8 und 9. Und dahinter scheint mir der Franz Thomann auch immer dichter zu kommen. Man will ja nichts verpassen. Die beiden vorne auch noch unverändert. So. Ich würde sagen, Martin Irofin hat da ein größeres Problem. Ich denke, der ist raus, weil er steht immer noch in der Box. Leider Gottes. Ein Ausfall. In Rennen 1. Sehr schade. Ja, man denkt immer, es kommt ein Angriff von Franz Thomann, aber steckt da immer noch zurück. Guckt da, wo er Gary Genske da, wo er Vorteile hat ihm gegenüber. Manchmal sieht es so aus, als wenn er raus möchte und einen Überholversuch starten möchte, aber ist sich da noch nicht ganz sicher.
Vorne der Abstand zwischen Pogadel und Aprilius ist auch wieder etwas kleiner geworden. 0,4 Sekunden. Und der Aprilius ist da sehr gut aus der Kurve rausgekommen. Und wir sehen einen Angriffsversuch. Ja, der H-freie Mark, geht geschenkt. Wir wollen natürlich unsere anderen Kampfhähne auch im Blick behalten. Und schalten da immer hin und her jetzt. Ja, jetzt musste Franz Thomas ein bisschen Platz machen. Da ist noch jemand dazwischen. Matthias Suko ist dazwischen. Aber Franz Thomas hat ihn überholt. Und macht sich jetzt wieder auf die Verfolgung von Gary Genske. Und wir schauen nach vorne zu Robin Pogadel und Marcel Aprilius, die da nicht weit auseinander sind. Platz 2 und 3. Ganz dicht zusammen die beiden. Minuten 40 jetzt gleich noch auf der Uhr. Was haben wir hier? Markus Grünes, verfolgt von Gary Genske. 0,8 Sekunden Rückstand und da hinten sehen wir Franz Thomann. Ein Dreierpack. 6, 7 und 8. Aber hier vorne der Kampf. Ist im Moment spannender um Platz 2. André Herrmann ist mittlerweile davongeeilt. Das heißt, was heißt davongeeilt? Aber 2,2 Sekunden ist da vorne schon ein guter Abstand. Zumindest hat er Luft zum Atmen. Oh, da kam der Lambo aber ein bisschen weit raus. Ich hoffe, er behindert die beiden jetzt nicht. Naja, so halb-halb würde ich sagen. Hat aber ganz gut funktioniert. So, schalten wir mal einen kleinen Überblick, dass ihr seht, wer wo ist. Sucht euch euren Fahrer raus. An erster Stelle hat sich ja nichts verändert. André Herrmann, an zweiter Stelle Robin Pogadel und an dritter Stelle Marcel Aprilius, die aktuell um Platz 2 kämpfen. Martin Eofin und Stefan Züdoch haben ja... Ihr seht es da unten ja selber, schon sehr großen Rückstand, 6 Runden und 9 Runden. Da gab es Probleme, denke ich. Ich weiß nicht was. Unfall, alles Mögliche. Und der letzte aktuell wäre dann noch Christian Müller. So, jetzt haben sie sich bis auf eine Sekunde voneinander entfernt. Aprilius und Reichert. Pogadel und Aprilius. Kurz mal in der Zeile verrutscht. Und dann schauen wir mal wieder nach hinten, denn wir haben wieder Franz Thomann, der da dem Gary Genske ziemlich im Heck hängt.
Bei der letzten Zeitnahme waren es nicht ganz 0,2 Sekunden. Also er drückt jetzt schon mächtig hinten aufs Heck. Kommt da jetzt ein Angriffsversuch? Da hat er sich ein bisschen verbremst. Innen jetzt, Thomann. Ja, da ist er auch ein bisschen besser rausgekommen. Aber klappt noch nicht ganz. Und dahinter sehen wir Matthias Succo, der sich das Ganze anschaut. Gutes Dreierpack hier. Vorne sind die Abstände zwischen Platz 2 und 3 etwas größer geworden. Über eine Sekunde. So, jetzt nächster Angriff von Thomann auf Gary Genske. Jetzt ist er in. Jetzt könnte es was werden. Jetzt hat er sich verbremst in der Kurve und somit verliert er gleich wahrscheinlich noch einen Platz. Oder geht sich das aus? Ja. Gut, also alles wie gehabt. Kleine kurze Verschiebung. Kein Platztausch passiert. Und weiter geht die Verfolgung. Jetzt muss er natürlich aufpassen, dass Matthias Succo da jetzt auch ein Wörtchen mitdrehen will. Der will ja natürlich auch irgendwie einen Platz nach vorne kommen. Und wir haben noch knapp über 7 Minuten, 7:20 um genau zu sein, in diesem ersten Rennen. Oh, da wird es jetzt richtig eng. Jetzt haben wir sie hier richtig eng zusammen, alle drei zusammen. Da kommt ein Angriff von Thomann auf Genske. Außen. Wieder nicht funktioniert. Man muss natürlich auch aufpassen, dass er sich da nicht wegdreht. Das ist ärgerlich. Da ist er auf den Körper auf der Innenseite gekommen und hat sich dann weggedreht auf der Wiese. Das ist wirklich ärgerlich. Und jetzt haben wir Matthias Succo auf Platz 8 und in Verfolgung, auf der Verfolgung von Gary Genske. Und wir haben hinten auch noch einen kleinen Kampf zwischen Robin Gärtner und Björn Hölzel, der sich auch innerhalb einer Sekunde hinter Hölzel bewegt, Robin Gärtner. Und der Björn Hölzel da vorne auch von der Strecke gerutscht ist, sich dadurch natürlich keinen Gefallen getan hat und ein Platz zurück ist. Robin Gärtner also jetzt auf Platz 11. Björn Hölzel zurückgefallen auf der 12. Kam aber wieder auf die Strecke. Also ich hoffe, Auto ist ganz geblieben. Er kann das Rennen hoffentlich beenden. Und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Zweikampf, der ja eben noch ein Dreikampf war. Genske und Succo
dicht zusammen, 0,5 Sekunden. Und haben da vorne ein paar Leute vor sich. Ich hoffe, die passen auf. Ja, wunderbar. Das sollte sehr gut gewesen sein. Und das Rennen kann weitergehen. 5 Minuten noch. Die letzten 5 Minuten hier in Rennen 1. Und Marcel Aporius schleicht sich da vorne wieder an Robin Pogadel an. Auch mittlerweile wieder unter einer Sekunde, 0,8 bei der letzten Zeitmessung. Müssen wir im Auge behalten, auf jeden Fall. Ah, da hat sich der Gary Genske, glaube ich, kurz ein bisschen verbremst. Der Matthias Succo kam da doch ziemlich schnell ran. Oder die Reifen machen jetzt Probleme langsam. Sehr gut möglich. Da werden wir wahrscheinlich gleich einen Angriff sehen. Oh, da ist er zu weit nach innen gekommen. Das hat ihn Zeit gekostet. Nicht weit nach hinten, aber zumindest den Angriffsversuch, den er da geplant hat, konnte er nicht durchführen. So, vorne. Wieder über eine Sekunde. Also da schwankt immer zwischen 0,8 Sekunden und etwas über einer Sekunde. Oh, da dreht er sich fast weg. Da hat er sich fast weggedreht. Und muss jetzt wiederum aufpassen, dass ihn Franz Thomann da nicht jetzt im Nacken hängt. Also der zweite, der sich bei der Verfolgung von Gary Genske weggedreht hat oder fast weggedreht hat. Franz Thomann, den hat es ja leider einmal richtig gedreht. So, 2:45 noch. Die Zeit rennt. Ob sie da nochmal rankommen? Zumindest Matthias Succo scheint mir da von der Performance her mit den Reifen etwas besser noch aufgestellt zu sein als Gary Genske. Anhand der Kurvenlinien und der Fahrweise von Matthias Succo, da schließe ich darauf, dass er etwas bessere Reifen noch hat. Und wir schauen mal nach vorne. André Herrmann noch auf der 1. 1,58, noch 57. Das sieht ganz gut aus, dass er hier bei der vierten Station der MSRL Sprint Cups, Mensch, was für ein Wortgefecht heute, das erste Rennen gewinnen kann. Okay. So, 1 Minute noch. Ich denke, das wären vielleicht noch... Es ist, glaube ich, noch nicht die letzte Runde. Nein. Das müsste die vorletzte Runde sein. Die Abstände hinten haben sich jetzt auch etwas weiter auseinandergezogen. Bei Matthias Succo und Gary Genske sind wir jetzt bei 1,7 Sekunden. Ich denke, das wird da hinten, wenn keiner mehr einen Fehler macht, natürlich keinen Platztausch mehr geben. Und André Herrmann wird jetzt die letzte Runde starten. Alright, man. The leader is on the final lap. Give it a final push.
und auf dem Weg zu seinem ersten Sieg am heutigen Tag sein. Immer vorausgesetzt, es passiert nichts, kleiner Verbremser, irgendwas, bisschen von der Strecke kommen und schon war's das. Marcel Aporius hat sich da bis auf eine Sekunde nochmal rangeschoben an Robin Pogadel. Und unsere Kampftruppe, ja, die werden sich da hinten auch jetzt nicht mehr wehtun. 1,6 Sekunden, mittlerweile auch in der letzten Runde, das sollte passen. Unter einer Sekunde Platz 2 und 3. Da wird nichts mehr anbrennen. Aber Brent Hatch hat schon so einiges erlebt. Auch die letzte Kurve kann manchmal sehr schwierig werden in der letzten Runde. André Herrmann auf dem Weg, Start und Ziel. Erster Sieg im ersten Rennen am heutigen Tag. Ein zweites Rennen steht uns ja noch bevor. Herzlichen Glückwunsch von den Kommentatoren, also ich zumindest. Eigentlich sind wir zu zweit, das wird auch wieder so sein. Nur nicht heute. Und auf Platz 3 haben wir Marcel Aporius. Auf Platz 4 Marcel Reichert. Auf Platz 5 haben wir Sven Xobe im Mercedes. Dann Markus Grünes. Audi. Platz 6. Gary Genske und Matthias Suko belegen Platz 7 und 8. 9 und 10 haben wir Mike Birkelbach und Robin Gärtner. Auf Platz 11 haben wir Björn Hölzel. Der befindet sich aber noch auf der Strecke. Überfährt jetzt Start und Ziel. Franz Thomann auf der 12. Thomas Meinert auf der 13. Marc Albersmann auf der 14. Da hat die Kamera ihn eingefangen. Und auf Platz 15 haben wir Christian Müller mit einem doch schon sehr großen Rückstand. Und Franco Rizzotti und Stefan Züduch, die hatten auf jeden Fall Probleme. Stefan hat auch gerade reingeschrieben, was passiert ist. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden hatte, dann Stefan Züduch hatte das Auto bei der Double File und im Single praktisch nicht über die 110 geschafft hat. Also keine Power, das Auto. Sehr schade. Ich hoffe, im zweiten Rennen läuft's besser. Wobei bei Stefan ist ja noch die... Ist ja noch die... Strafe, die wir hier haben. In Rennen 2. Wenn ich das richtig verstanden habe, Qualifying im zweiten Rennen darf er wohl nicht mitfahren, muss von hinten starten. Laut meinem schwarz-weiß gedruckten Papier hier. So, das war Rennen 1. Sehr spannende Sache. Wir hatten doch sehr schöne Kämpfe und hat sehr großen Spaß gemacht. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sehen uns dann gleich wieder zum zweiten Qualifying und ja, ich freue mich auf euch. Bleibt hier dran, holt euch was zu trinken, geht auf Toilette, genau das werde ich jetzt auch tun und dann sehen wir uns hier gleich wieder zu Rennen 2 in Brands Hatch.
So, wir sind wieder da. Zweites Qualifying läuft bereits seit 30 Sekunden. Und wir schauen mal, wer denn so unterwegs ist. André Herrmann jetzt wieder. Auf dem Weg zu einer vielleicht Verbesserung. Im Moment auf Platz 1 Marcel Arborius mit einer 1,23,3. Dahinter ganz knapp Roman Bogardel. Naja, anderthalb Hundertstel dahinter. Kann sich aber noch einiges verschieben. Wie gesagt, sind noch 8 Minuten 50 auf der Uhr. Und André Herrmann schiebt sich nach vorne mit 30.000stel Rückstand auf Platz 1. Martin Eofin im Moment Platz 4. Knapp 800 Rückstand. Genauso wie Marcel Reichert, der auf Platz 5 ist gerade. Auch knapp 800. Haben wir einen kleinen Ausritt gesehen. Schauen wir mal bei Robin Gärtner, der hat aktuell noch keine Zeit auf dem Tableau. Und da haben wir einen Dreher. Da hat er Glück gehabt. Das hat ihn aber bestimmt behindert. Ich denke, die Runde wird es dann auch nicht sein. Ah, 2,56, das ist keine Zeit. Aber neuer Versuch. Bleiben wir mal bei Robin Gärtner und schauen, ob er die Runde da ordentlich zusammenkriegt. Schön mal aus der Onboard. Kann man noch mal sehen, wie die Streckenführung ist, wenn es da bergauf und bergunter geht. Dass das manchmal gar nicht so einfach ist, da den Scheitelpunkt zu sehen. Ich denke mal, das ist eine bessere Kameraperspektive. Da sieht man etwas besser die Strecke. Befindet sich jetzt im letzten Streckenabschnitt. Da vorne geht es rechts rum. Und dann ist die Start- und Zielgerade ja nicht wirklich eine Gerade, sondern eine Rechtskurve. Hier haben wir ein Stück geradeaus und er kommt mit einer Zeit von 1,25,4 über die Linie, schiebt sich damit vor auf Platz 10. Marcel Arborius auf der 1, konnte seine Zeit nochmal ein bisschen verbessern. Haben wir noch jemanden ohne Zeit? Stefan Zülo steht in der Box. Der hat ja die Strafe erhalten. Und zwar, dass er das Qualifying 2 ja nicht mitfahren darf. Und von hinten startet. So, Robin Bogardel im Angriffsmodus. Sorry für das Handyklingeln, ist mal direkt weg. Aber passiert, kannst du leider nicht ausmachen. Dafür sind manche Sachen wichtig. So, aber wieder zurück zum Renngeschehen. Robin Bogardel auf dem Weg zu einer vielleicht Verbesserung. Linkskurve,
geradeaus, dann rechts und dann kommt die Ziellinie. 1:23,5 bisher. Keine Verbesserung. Marcel Reichert auch unterwegs. Und da hat sich wieder einer rausgedreht. Aber ich glaube, großartig behindert hat es ihn nicht. Jetzt ist er ziemlich weit rausgekommen in der vorletzten Kurve. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Ob das eine Verbesserung wird, werden wir jetzt sehen. Nein. Keine Verbesserung. André Herrmann konnte sich verbessern, ist jetzt noch 50.000stel hinter Platz 1 zurück. Und da dreht er sich weg. Die Runde wird dann wohl nix. Schauen wir mal auf Martin Eofin, der auch noch unterwegs ist auf Platz 4. 0,6 Sekunden Rückstand hat auf Aporius. Und ob da vielleicht noch eine Verbesserung möglich ist. Wir haben noch 2:20 auf der Uhr. Da kann noch ein bisschen was passieren. So, die letzten Meter. Ah, keine Verbesserung, aber Robin Pogadel hat sich, glaube ich, verbessert mit der Zeit. Ist da jetzt auch nicht mehr so weit weg auf Platz 3. Mit 0,1 Sekunden Rückstand, ein Hundertstel. Da ist noch was drin. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Wo befindet sich Robin gerade? Ja, ist auf dem Weg. Vielleicht startet er nochmal einen Angriff. Ja, hat er abgebrochen. So, wir schauen nach vorne. Es geht um die Plätze 1, 2 und 3. André Herrmann jetzt auf den letzten Metern ab in die Box. Das ist auch vorbei. Robin Pogadel haben wir gerade gesehen, der hat ja auch abgebrochen und Marcel Aporius, der ist zurzeit der Führende hier im Qualifying. Dann gibt es schon wieder eine Rauchwolke, also die Kurve hat es heute in sich. Einige Ausritte schon gesehen. Jetzt sehen wir es auch im Tableau, Disqualifikation. Da kommt auch keine Verbesserung mehr. 9 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Viele Leute sind schon in der Box. Thomas Meinert fährt noch. Gucken, ob er sich noch verbessern kann. Qualifying ist beendet.
schon die letzten Meter. Gibt es da nochmal eine Verbesserung? Oh, da ist er ziemlich weit rausgekommen. Es hat viel Zeit gekostet. Ich glaube nicht, dass es da eine Verbesserung gibt. 1:25.0 aktuelle Zeit. Und die ist es dann auch. So, Marcel Aporius. Hat er nochmal einen Versuch gestartet? Zählt die Runde noch? Nee, aber auf Platz 2 ist er gerutscht. Robin Pugadel. Hat sich nach vorne geschoben. Auf Platz 1. 1:23.0. Ist schon eine Hausnummer. Nicht schlecht. So, wir sind beim Startprozedere. Hintereinander weg. Rennen 2. Schauen wir mal, wie es läuft im zweiten Rennen. Beim ersten hat es ein paar Versuche gegeben. Nehmen wir wieder unsere berühmte Helicam, die uns zeigt, wie die Jungs da unten jetzt die Einführungsrunde starten. Ich hoffe, es geht alles gut. Fünf Sekunden noch. 2, 1. Los geht's. Ja, kommen alle gut weg. Auch hinten. Ja, sieht gut aus. Da bleibt einer stehen. Mal gucken, ob da hinten... Ist aus der Box. Müsste Christian Müller... Nee, ist auch weggekommen. Also alle weggekommen. Sehr gut. Und auch Stefan kann jetzt aufschließen aufs Feld und muss dann durch die Strafe von hinten starten. Single File sieht alles ganz gut aus. Der interessante Part kommt gleich. Mit der Double File. Im letzten Streckenabschnitt gibt es dann die Anweisung Double File und dann sortieren sich alle Fahrer praktisch ein in die Startformation. Jetzt beginnt das Ganze. Wir schauen uns das natürlich von oben an, wie das funktioniert. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. So, grün. Renn 2 ist gestartet. Ja, da hinten gibt es ein bisschen Stau. Aber ist zu verkraften. Sieht alles ganz gut aus. Ja, kommen da alle... Da wird es ein bisschen eng im Hinterfeld. Oh, da wird es eng. So, schauen wir nach vorne. Pugadel konnte den ersten Platz auf jeden Fall mal verteidigen. Dahinter André Herrmann und Marcel Aporius. Die üblichen drei aus dem ersten Rennen.
nur in etwas gemischter Reihenfolge. Wir gehen mal zu Marcel Reichert, der da auch schon ziemlich dicht dran ist an Martin Neofin. Wir wollen natürlich nichts verpassen und versuchen. Vielleicht machen wir doch nochmal die Helicam an, dann sehen wir das besser. Falls da doch irgendwas passiert. Vorne gibt es eine winzige Lücke, man sieht's. Die ersten beiden haben da den gleichen Abstand wie der zweite zum dritten. Dahinter wird es dann aber eng. Wir schauen mal nach hinten zum Robin Gärtner, der hier auch am Ende eines Viererpacks ist. Ja, hat sich doch wieder ein bisschen auseinander gezogen hier vorne. Robin Gärtner und Thomas Meinert dahinter sind auch dicht zusammen. Marcel Aporius, 0,3 Sekunden hinter André Herrmann. Ganz schön dicht. Wir sind noch früh im Rennen, also haben noch knapp 26 Minuten vor uns. Dann wird man sich genau überlegen, wann man da wo angreift. So, Marcel Reichert ist da auch ein Stück weit rausgekommen und hängt jetzt hinter Martin Eofin. Mercedes Duo. Wobei der Aporius ja auch Mercedes fährt, also das Mercedes-Trio auf der Jagd nach André Herrmann und Robin Pugani. Und das ist schon wieder zu weit rausgekommen. Das haben wir noch gesehen. Kommt da ziemlich fix wieder auf die Strecke zurück. Hat ihn keinen Platz gekostet. Muss er aufpassen. Von hinten kommt Franz Thomann. Hinten haben wir Marc Albersmann und Mike Birkelbach, die auch zusammen kämpfen um Platz 10. Und dahinter wiederum Thomas Meinhardt, der, ja, kann man fast schon sagen, Trio hier.
um den 12. Platz mit Robin Gärtner und Franco Rizzuti. Ja, viel los auf der Strecke, viele Kämpfe, aber auch noch viel Zeit. Wir schauen wieder nach vorne, denn André Herrmann und Marcel Apuleius, die schenken sich da vorne gar nichts. Das ist immer so eine halbe Sekunde. André Herrmann kommt hier richtig unter Druck und fliegt ab. Ah, oh, zu weit rausgekommen auf der Wiese und dann gegengelenkt. Ah, ärgerlich. André Herrmann also rutscht hier Platz für Platz nach hinten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Beschädigungen an dem Auto sind. Man hat gerade so ein bisschen die Lenkmanöver gesehen, um zu gucken, was ist kaputt, was geht noch. Von hinten kommt da die nächste Armada, zurückgefallen auf Platz 9. Das werden wir weiter beobachten. Also Robin Pogadel auf der 1, Marcel Apuleius auf der 2. Hat da richtig Druck gemacht und André Herrmann leider mit dem Fehler rausgeflogen. Gary Genske und Matthias Succo sind da auch dicht beieinander. Und Björn Hölzen befindet sich vor André Herrmann. Wir können nochmal auf Herrmann schalten und versuchen mal zu schauen, wie sich das Auto bewegt, ob wir da irgendwas erkennen können. Er überholt jetzt auf jeden Fall Björn Hölze und holt sich damit P8 im Moment. Und hinten haben wir Birkelbach und Meinhardt, die da auch dicht beieinander sind. Also jetzt schon Fünferpack eigentlich, kann man sagen. Da wird er sich ärgern, der André Herrmann. Richtig ärgern. Und Birkelbach kriegt da richtig Druck von Meinhardt. Kommt hier auch besser raus aus der Kurve. Musste natürlich auch nach hinten schauen. Wenn wir nach hinten schauen, dann sehen wir Robert Gärtner und Marc Albersmann, die da drauf warten, dass die da vorne, die beiden hier, sich bekämpfen. Wobei Marc Albersmann jetzt ein bisschen abreißen lassen musste. Oder man sieht ihn noch nicht ganz im Bild. Obwohl, ich sehe da gar keinen mehr. Ja, das ist nicht Robin Gärtner, der ist da noch dahinter, sondern der Franco Rizzuti, der hat da wahrscheinlich einen kleinen Fehler gehabt und musste da abreißen lassen. Aber hier vorne geht's zur Sache. Meinhardt jetzt im Angriffsmodus auf Birkelbach. Und Genske und Succo, die haben da vorne auch nur 0,3 Sekunden Abstand. 0,5 jetzt aktuelle Zeitennahme. Müssen wir auch im Blick behalten.
Aber ich denke, Thomas Meinert wird hier demnächst einen weiteren Angriff starten auf Mike Birkelbach. Haben wir gerade gesehen bei André Herrmann und Marcel Aporius, wie schnell das gehen kann. So ein kleiner Fehler, Ausrutscher, Dreher, Einschlag und schon ist die gute Platzierung dahin. So wie hier, das war auch schon ganz schön knapp. Das war die gleiche Stelle. Robin Gärtner musste auch ein Stück weit abreißen lassen. Der Abstand wird da auch ziemlich groß. Kampflinie von Birkelbach. Hat sich aber selbst so ein bisschen verschätzt, muss da die weite Linie gehen. Matthias Succo und Gary Genske da vorne haben einen Abstand von über einer Sekunde. Wir bleiben also mal hier drauf. Abflug von Thomas Meinert. Verliert er gleich noch den Platz an Robin Gärtner, aber der Einschlag war auch nicht ohne. Kann mir durchaus vorstellen, dass das Auto vorne rechts, wenn ich es gesehen habe, richtig gesehen habe, durchaus eine etwas stärkere Beschädigung hat. So schnell kann es gehen. Wir schauen nach vorne zu Marcel Reichert, der da auch ziemlich Luft hat, nach vorne und nach hinten. Über 3 Sekunden jeweils. Und Björn Hölze ist da ganz dicht dran an Gary Genske. Dadurch, dass Genske da ziemlich großen Abstand hat und der André Herrmann jetzt auf Platz 7 vorgerutscht ist wieder, gehe ich davon aus, dass er einen kleinen Fehler hatte. Deshalb haben wir jetzt hier einen so geringen Abstand zwischen Platz 9 und 8. Na, kommt da ein Angriff? In der Kurve angreifen ist sehr, sehr risikoreich. Die Abstände vorne haben sich jetzt einigermaßen gelegt. Auch hier zwischen den beiden wird der Abstand ein Tick größer. Ich denke, nach dem Fehler musste Genske erstmal ein bisschen wieder Auto durchschütteln und jetzt geht's wieder. Und wir haben hinten Stefan Tschüdoch, der bei Franco Rizzuti eigentlich gerade knapper eigentlich dran war. Da hat er wahrscheinlich einen kleinen Fehler drin gehabt. Das war mal weniger. Das waren mal 0,5 Sekunden. Schauen wir uns mal einen kleinen Überblick an. Tableau, die Hälfte des Rennens ist vorbei. 14:30 haben wir noch auf der Uhr. Der erste ist Robin Pugadel, zweiter Marcel Aporius, dritter Martin Eofin, vierter Marcel Reichert, fünfter Franz Thomann. Und sucht euch euren Fahrer jetzt aus, guckt, wo er ist, welche Platzierung er hat. Die Abstände sind alle relativ... Naja, so 2-3 Sekunden sehe ich hier.
Den kleinsten Abstand haben wir zwischen Robin Gärtner und Mike Birkenbach mit 1,8 Sekunden. Also im Moment hat sich das etwas eingependelt hier im Rennen. Aber wie gesagt, es kann so schnell was passieren. Und wir haben den kleinsten Abstand mit Björn Hölzel und Gary Genske wieder, der wieder da dicht dran hängt. Und mal schauen, ob vielleicht ein Angriff kommt. Hölzel auf der Verfolgung auf Genske. Ich dachte ein bisschen weit raus, aber der Randstein ist da ein bisschen breiter. Man kann also ein bisschen ausholen. Da kann man nicht ausholen und Abflug von Gary Genske. Der da jetzt steht und aufpassen muss, dass er da keinen behindert. Kommt aber wieder auf die Strecke. Haben jetzt nicht sehen können, ob er da eingeschlagen ist. Aber ich gehe fast davon aus, dass da eine Berührung mit der Wand war. Auto scheint auch noch einigermaßen on zu sein. Obwohl die Linie jetzt nicht ganz perfekt war, aber... Erstmal wieder runterfahren und wieder in Schwung kommen. Ist ja auch immer nicht so einfach nach so einem Dreher. Wichtig, dass man da keinen behindert, wenn man auf die Strecke zurückkommt, denn da ist die Rennleitung knallhart. Genauso wie mit jedem anderen Vergehen wird knallhart durchgegriffen. Was haben wir? Mike Birkenbach ist auf der Verfolgung von Björn Hölzel, wo der Vorsprung auch immer weiter sinkt, wobei auch Birkenbach jetzt hier die Linie etwas weiter genommen hat, als die Strecke es zulässt. Robin Pogade bis jetzt ein einsames zweites Rennen hier in Brands Hatch. 2,5 Sekunden ist nicht viel. Und Fehler darf er sich da nicht erlauben. Wie im vorderen Feld eigentlich gar keiner. Obwohl... Jetzt muss ich ja gerade mal gucken. Nein, alles gut. Marcel Reichert auch einsames Rennen bis jetzt. Der Vorsprung schwankt immer ein bisschen. Und wir haben Mike Birkenbach, der da jetzt wirklich dran ist an Björn Hölzel und vorbei ist, so wie es aussieht. Ja, Birkenbach vorbei an Hölzel. Das heißt, er holt sich somit P8 im Moment. 18 Sekunden Rückstand schon auf P7. André Herrmann, der immer noch im Rennen ist. Und sich jetzt anmacht, Matthias Suko anzugreifen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Kein Moment, geht gleich weiter, Leute. Sorry dafür, da ist mir gerade ein Finger ausgerutscht und auf den falschen Knopf gelandet, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, das kann mal passieren.
So, André Herrmann, jetzt auf dem Weg hier von 7 auf 6. Matthias Suku vor ihm. Ja, schon erstaunlich. Ich meine, er hat ja die Mauer berührt, André Herrmann. Und kommt mit dem Auto trotzdem noch sehr gut klar. Und kann da auch noch sehr gut reinbremsen. Und sehen hier, wie er sich Platz 6 sichert und an Matthias Suko vorbeigeht. Also, André Herrmann wieder auf dem Vormarsch. Hat jetzt 3,3 Sekunden Rückstand auf Franz Thomann. Ja, 7 Minuten 50. Das wird eng. Also es könnte vielleicht noch was werden mit dem Angriff. Und vorne schiebt sich das auch wieder ein bisschen zusammen. Marcel Apurius unter 2 Sekunden jetzt hinter Pogadel. Aber es hat sich alles so, das zweite Rennen über, so eingependelt. So um die 2 Sekunden waren sie immer getrennt. 1 und 2. Und vielleicht geht es jetzt wieder los. Jetzt fangen vielleicht wieder die Reifen an, etwas nachzulassen. Kommt da Stück für Stück immer näher. 1,5 Sekunden noch. Wobei jetzt vielleicht der Überrundete etwas geholfen hat. Und da hat er gut Platz gemacht. Ich glaube, den Nachteil hatte Pogadel jetzt beim Überrunden. Weil das ist dann wirklich schon ein Stück näher, unter einer Sekunde. Also es hat ihm eine halbe Sekunde gekostet. Also Platz 1 und 2 unter einer Sekunde getrennt voneinander. Apurius auf der Verfolgung von Pogadel. Mercedes. Gegen Bentley. Ah, jetzt ist wieder größer geworden. 1,4 Sekunden. Vielleicht war es wirklich die Überrundung. Aber es schwankt immer sehr schnell. Also im Feld im Moment ist alles halbwegs reguliert. Also wir haben jetzt keine Abstände unter einer Sekunde. Und Marcel Apurius da mit einer ganz weiten Linie hat ihn sicherlich wieder Zeit gekostet. Martin Eofin ist da mit 5,4 Sekunden schon ein ganz schönes Stück weg. Also die beiden machen Platz 1 unter sich aus. Wenn nichts dazwischen kommt, muss man immer wieder betonen. Knapp 5 Minuten ist das Rennen noch. Wir können auch hier vorne bleiben. Im Moment haben wir im Feld keinen dichten Kampf. Und wenn ich hier gucke auf Platz 16, Franco Rizzuti ist in der Box. Thomas Meinhardt auch in der Box. Christian Müller fährt noch. 2 Ausfälle bis dato. Also 14 Fahrer hier noch im Feld. Und Pogadel auf dem Weg, den Sieg im zweiten Rennen hier
zu holen. Und Aporios möchte ihm das natürlich nicht so einfach machen und befindet sich in der direkten Verfolgung. Knapp über eine Sekunde noch, 3 Minuten 20, es wird spannend. Schafft Marcel Aporios noch einen Angriff zu starten auf Robin Pugadel? Hier im Chat wird schon fleißig angefeuert. Die Überrundeten sind auch immer nicht ganz ohne. Also wenn man dann, wenn sie das sehen und Platz machen, ist das alles gut. Aber wir haben gerade gesehen, dass man durchaus auch schnell eine halbe Sekunde verlieren kann. Vor allen Dingen, wenn man an einer ungünstigen Stelle überrundet. Hier war das perfekt gemacht. So wünscht man sich das. Aber es ist halt manchmal auch nicht anders möglich und da kann man einen schnellen großen Zeitverlust machen oder haben und dann steckt man da mitten in so einem Kampf drinne und Marcel Aporios da mit 0,6 Sekunden Rückstand, das wird nochmal ganz schön eng hier. Die letzten 2 Minuten hier in Brands Hatch. Zweite Rennen dieses Wochenende oder am heutigen Abend. Und ja, der Abstand wird immer kleiner. Wir dürften in der vorletzten Runde sein. Das müsste zeitlich so passen. Also hat Marcel Aporios nicht wirklich viel Zeit, da jetzt noch was zu regeln. Machen die Reifen schlapp vorne bei Robin? Alles ist möglich. Er sieht ihn auf jeden Fall füllend im Rückspiegel. Man hat gerade gesehen, Marcel Aporios da, also alle beide voll am Limit. Oh, da ist er gut rausgekommen. Gleich geht's in die letzte Runde. Robin Pugadel oder Marcel Aporios. Wer holt sich den Sieg hier im zweiten Rennen? Eine Runde bleibt Aporios noch. Okay, your leader is on the final lap now. Give it all you can. Ist das spannend jetzt? So viele Möglichkeiten hat er nicht mehr, Aporios. Und wenn, dann muss das Überholmanöver auf jeden Fall sicher gesetzt werden. Oh, jetzt ist er dicht dran. Oh, gibt es da ein Überholmanöver außen jetzt, Aporios? Das ist eine wirklich risikoreich, in den Kurven dann zu überholen, jetzt nach innen. Oh. Leute. Wir befinden uns jetzt im letzten Streckenabschnitt. Es gibt noch die Rechtskurve, Linkskurve und dann noch eine Rechtskurve und dann sind wir bei Start und Ziel. Und da wird nichts mehr passieren.
Robin Pogane gewinnt Rennen 2 hier im Sprintcup der MSRL am heutigen Abend. Zweiter wird Marcel Arborius. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Der vierte ist Martin Eofin, auch über Start und Ziel gekommen. Dritten Platz gesichert. Auf Platz 5 haben wir Marcel Reichert im weißen Mercedes. Franz Thomann auf Platz 5. Dann haben wir Sven Zobe, den ich aus irgendwelchen Gründen nicht anwählen kann, was aber auch darin liegt, dass er hier stehen geblieben ist im Tool. Das heißt, auf Platz 6 müsste demnach André Herrmann sein, der Sieger des ersten Laufs heute. Durch den Fehler natürlich ziemlich weit nach hinten gefallen. Auf Platz 10 und dann wieder vorgearbeitet auf die 6. Dann haben wir Matthias Suko auf der 7. Auf der 8 haben wir Mike Birkelbach. Auf der 9 haben wir Björn Hölzel. Und auf der 10 haben wir Robin Gärtner. Wir machen das Ganze mal so. Und Gary Genske auf der 11, Marc Albersmann auf der 12, Stefan Züdow auf der 13, Christian Müller auf der 14 und Thomas Meinert und Franco Rizzotti 15 und 16. Da gab es wahrscheinlich größere Probleme mit 7 und 8 Runden Rückstand. So, ich würde sagen, jeder schöne Abend hat irgendwann mal ein Ende. Und wir sehen uns wieder. Die Jungs da draußen haben gar nicht so einen weiten Weg, denn wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Das müsste der 2. Oktober sein. In Silverstone. Also wir bleiben im englischen Großbritannien und freuen uns auf den 5. Lauf am 2. Oktober wiederum um 20.30 Uhr. Ich hoffe, es ist ja 2. Oktober. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber 2 Wochen, ja, 2. Oktober. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr seid auch wieder am Start. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Robin Pogadel und Marcel Arborius, die da vorne super Rennen gefahren sind. Und ich sag dann auf Wiedersehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis in 2 Wochen in Silverstone. Bye bye.